Hallo, grüß euch. Letztens kam ein Jungunternehmer eines jungen Startups auf mich zu, ein Geschäftsführer desselbigen Unternehmens, die eine neue Softwarelösung erfunden haben und auf den Markt gebracht haben. Eine phänomenale Lösung. Da geht es um Automatismen mit Bezahlungssystemen etc. pp., ohne jetzt da weiter ins Detail zu gehen. Und der kam auf mich zu und sagte: Thomas, ich bin verzweifelt. Wir haben ein super Produkt und wir haben eine super Zielgruppe. Wir kennen die Zielgruppe, die haben ihren Schmerz. Wir wissen, die Zielgruppe braucht unser Tool, unsere Software. Und unsere Software ist genau die Software, die diesen Bedarf deckt. Also wir haben, zum einen haben wir auf der einen Seite haben wir unser Produkt, die Lösung, und auf der anderen Seite, sagt er zu mir, haben wir die Zielgruppe, und den Bedarf. Und das deckt sich eins zu eins. Es ist die Lösung überhaupt. Wir sind sogar viel besser wie unsere Mitbewerber. Dann sage ich, okay, setzen wir doch da gleich mal an. Gibt es denn bereits Mitbewerber, also Mitbewerber, die ähnliche Lösungen anbieten und die schon länger auf dem Markt sind? Sagt er, ja, gibt es. Dann sage ich, okay, wie viel Prozent deiner bestehenden, deiner potenziellen Zielgruppe haben denn schon eine Lösung irgendeines Mitbewerbers, egal wessen Mitbewerber? Sagt er, alle, denn ohne ein Bezahlsystem kann keiner dieser Kunden überleben. Das ist essentiell fürs Business. Dann sage ich, okay, schon mal zweiter wichtiger Punkt. Dann sage ich, hast du dir schon mal überlegt, wie du jetzt deine Lösung, die noch keiner kennt, an den Mann bringen willst? Dann sagt er, ja. Wir haben hier extra einen Inside Sales, also einen, der den ganzen Tag nur am Telefon sitzt und Kaltakquise macht, eingestellt. Ja, den haben wir super trainiert, super auf unser Produkt eintrainiert. Ja, haben ihn schon quasi vorgefiltert, Zielgruppen, Kontakte zur Verfügung gestellt. Eigentlich alles getan, alles ist da, was er braucht. Und er arbeitet sozusagen von früh bis spät und jetzt schon die siebte, achte Woche und es gibt einfach keine Termine. Dann sage ich, okay, woran denkst du, könnte das liegen? Dann sagt er, naja, die Kunden haben eben schon eine Lösung und deswegen ist es so schwierig, die sozusagen in der, ja, dazu zu überreden, ich würde lieber das Wort überzeugen verwenden, mit uns eben auch einen Termin zu machen, um unsere Lösung, die eine völlig neue Lösung ist, die noch niemand kennt, wir sind ein Startup, kennenzulernen. Dann sage ich, okay, das ist vielleicht genau der Knackpunkt. Dann frage ich ihn so ganz konkret, darf ich dir mal eine konkrete Frage stellen? Er sagt, ja, natürlich. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was genau dein Hook ist? Oder der Hook deines Inside Sales Mitarbeiters? Dann sagt er, Hook? Meinst du den Captain Hook? Oder, nein, ich meine den Hook. Schon richtig, mit Hook wie Captain Hook. Aber das ist sozusagen dieser Haken hier. Ja, und an diesem Haken, auf Englisch Hook, ja, da ist ein Wurm. Ja, und dieser Wurm, der muss dem Kunden eben schmecken, ansonsten findet da kein Termin statt. Und hierzu mal folgendes Beispiel. Was denkst du, wie viel größer oder wie groß dein Wurm sein muss im Vergleich zu dem bestehenden, sozusagen dem bestehenden Wurm, ja, den dein Kunde ja bereits hat, er hat ja bereits eine Lösung. Es gibt eine Sache, die ich aus meinem Grundschulunterricht, Heimat und Sachkunde, mir behalten habe. Eine Sache, über 20 Jahre später. Und das ist folgender Spruch. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist extremst wichtig zu verstehen in der Kaltakquise. Das heißt, ich muss mir grundsätzlich Gedanken darüber machen, über meinen Hook, über meinen Wurm, ja. Man kann sich das so vorstellen, du trainierst, mal angenommen, du trainierst im Fitnesscenter mit einer 2-Kilo-Hantel, ja, und auf einen Schlag drückt dir jemand eine 20-Kilo-Hantel in die Hand, ja. Das ist also letztendlich 10-mal schwerer als wie die 2-Kilo-Hantel. Du wirst dir sehr schwer tun mit dieser 20-Kilo-Hantel. Warum? Weil du es nicht gewöhnt bist, ja. Und genauso fühlt sich, so ähnlich fühlt sich der Kunde, wenn du mit ihm sprichst über ein völlig neues Produkt, was er noch nicht kennt, obwohl er schon ein Produkt hat, das einigermaßen funktioniert. Was vielleicht nicht ganz so gut ist wie dein Produkt. Aber der Faktor, der Umgewöhnungsfaktor, ja, ist ein Vielfaches höher, wenn er sich jetzt wieder mit was Neuem befassen muss, als wie dass er mit dem Bestehenden weitermacht, als das vielleicht nicht ganz so gut ist, aber er sich nicht umgewöhnen muss. Er muss nicht jetzt plötzlich von einer 2-Kilo-Hantel auf eine 20-Kilo-Hantel umsteigen. Ja? Oder überleg mal, wenn du einfach gewöhnt bist, ja, jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit zu fahren und plötzlich geht dein Auto nicht mehr, springt nicht mehr an und du musst jetzt zu Fuß gehen ein Stück, bis zum Bus, dann vom Bus bis zur U-Bahn, von der U-Bahn bis zur S-Bahn, von der S-Bahn bis zum Arbeitsplatz. Ja? Das ist unheimlich ja, für dich total ungewohnt und würdest du nie tun, wenn dein Auto nicht gestreikt hätte. Ja? Das heißt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist in der Kaltakquise ist es extremst wichtig, essentiell zu verstehen. Das heißt, du musst dir jetzt als Insight-Setter, du musst dir in der Kaltakquise Gedanken machen, ja? Wenn du Neukunden generieren willst, welchen Wurm biete ich sozusagen an der Angel meinen potenziellen Neukunden, dass er sich die Mühe macht, ein Vielfaches, ein Zehnfaches vom Aufwand auf sich zu nehmen, um überhaupt mal sich deine neue Lösung anzugucken, ja, überhaupt mich mal einen Termin einzuladen, ja, eventuell diese dann auch zu kaufen und zu installieren und umzusetzen und zu nutzen, auch wenn es dann im langen mittelfristig wir gehen mal davon aus, eine ganze Latte von Vorteilen dann beschert, ja, und Kostenersparnis etc. etc. Das ist mal Grundvoraussetzung, dass dein Produkt auch top ist. Das war ja unsere Grundvoraussetzung, dass das Produkt genau dem Zielgruppenbedarf deckt. Also nochmal kurz zusammengefasst, gutes Produkt, ja, die Lösung, die richtige Zielgruppe mit einen echten Bedarf ist Grundvoraussetzung, aber reicht nicht aus. Du brauchst noch einen Hook, du brauchst noch einen richtig dicken, fetten Wurm, der sozusagen deinen potenziellen Neukunden aus seiner Gewohnheit, täglichen Routine sozusagen heraushieft, ja, und ihm wirklich einen überdimensionalen Motivation gibt, sich deine neue Lösung anzugucken. Das war so viel, so weit, so gut zum Thema, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, extremst wichtig, sich immer wieder klar zu machen und zu verdeutlichen in der Kaltakquise, Neukundengewinnung. Das war's mal wieder für heute. Mein Name ist Thomas Klein und es würde mich freuen, wenn du wieder beim nächsten Mal mit dabei bist. Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Bis dann. Tschüss, viel Erfolg.